Kein Problem, Mann. Auf geht's. Ja, auf geht's. Ich suche immer noch nach Informationen über die Bruderschaft der Ultratechnik und ihren Führer. Sie sollten rausfinden, was Killis über ihn weiß. Das ist unsere einzige Spur. Keine Chance. Vorsicht, Wache auf dem Dach. Sau gut geschossen, Mann. Danke. Dankeschön. Was? Stopp? Spitzenklasse, Baby. So viel Spaß hatte ich mit dem Typen noch nie. Ich hab doch nicht richtig gehört, oder? Weiter. Den Spaß habe ich mit dem Typen noch nie gehabt. Alles bestens. Toll. Ah ja, gut. Ja, Spaceman. Der bist schon der Spaceman. Ich stelle sonst, Wir nähern uns jetzt der Startrampe. Naja. Sie die Aktivierung der Strahlenschilde vor. Hier ist Polarblume. An alle Einheiten, bereiten Sie sich auf Phase 2 nach dem Raketenstart vor. Polarblume Ende. Achtung! Aufpassen! Oh ja! Das mich bald noch. Hey Mann! Mit dem Funkgerät kann ich meine Leute warnen. Kümmer du dich um die Rakete, ich komm nach. Regenbogen, bitte melden. Regenbogen, hier ist Goldregen, over. Regenbogen, sind Sie da? Regenbogen. Gehst voraus, Spaceman. Ich bin dicht hinter dir. Ja, ich brauch... Endlich sind wir den Kerl los. Ach, stimmt. Oh Gott, das ist ja wie eine Geburt. Die hat fertig gespielt! Nein! Sie darf das nicht tun! Sie darf nicht fertig spielen! Aber mich hat sich die Hände gewaschen. Ich hoffe mal. Ich kann dir später danken. Ich mache doch die gesamte Arbeit. Gute Arbeit, Cortez. Hey! Helikopter 2, Helikopter 2! Das sieht nicht gut aus. Oh. Na cool! Muss noch ein Wurm noch sein. Hör zu! Ich kümmere mich um den Helikopter, aber du musst mir die Wachen vom Leib halten. Los! Kümmere dich um die Wachen! Zweiter Zug, muss ich sagen. Ein zweiter Zug, wow! Ich weiß. Au, logisch, vor allen Dingen, dass ich das machen muss. Hinter dieser Explosion kann nur einer stecken. Harry Tipper. Harry Tipper mit seinem Tripper. Wow, das ist echt gut sortiert.
Ah, ich wollte euch mitnehmen. Gut, so gnädig sind sie. Ja, die Rüstung nehme ich schon noch mit. Und die Lebensenergie. Nehme ich schon noch mit. So. Ich habe mir gerade mal eine Panzerung geholt. Und das hatte ich die Down schießen. Hey, sehen Sie? Noch ein Wurmloch. Ja, durch das bin ich zurückgesprungen. Cortez! Ich weiß, das Zeitparadoxon. Ich pass schon auf. Da ist kein Zug. Da ist kein Zug. Was ist? Da ist kein Zug. Oh, ja. Wir müssen nur warten, bis ich den Zug durch das Wurmloch sehe. Cortez, beeilen Sie sich. Das mache ich doch schon. Ich weiß, was ich mache. Aber passen Sie auf. Ja, ich passe auf. Ich passe ja schon auf, dass mir nichts passiert. Na, 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 na. Oh. Schön, dich zu sehen. Kümmere dich um den Helikopter. Ich erledige die Wache. Gehen wir, zukünftiges Ich. Ja, geh vorbei. Lauf. Lauf. Der Weg ist frei. Gute Arbeit, Cortez. So. Der Helikopter ist Geschichte. Genau wie ich. Und wieder zurück. Können wir uns ab jetzt auf einen Zug einigen? Das war nicht weit weg. Oh ja, Doppelwaffen. Oh, Medikit. Gut, wenigstens hab ich es so gelöst, dass man so Medikit holen kann. Ah. Ich verstehe, wie die... Verstehe den Sinn, wie sie rüberkommen. Harry Tipper kann jeden Moment auftauchen. Ich weiß, dass er unser Erzfeind ist. Aber er ist so süß. Was? Ich weiß. Schnappen wir ihn uns und erledigen wir ihn. Ein hübscher Gedanke. Hey, du! Habe ich die Party verpasst? Das ist Carlos' Privatabteil. Oh, genau. Jede Wette, dass er ganz passt mal auf, was es sind. Das sind, ja, Aufnahmen. Ja, das sind eigentlich lustige Spoiler eigentlich. Das Vieh hier. Das hier. Das sind unsere Ichs mit. Ja, das sind Level. Die Zukunft. Ja, wie soll das? Das werdet ihr schon sehen. Das werdet ihr schon sehen, was jetzt noch kommen wird. Also weit ist jetzt auch nicht mehr das Level. Verdammt! Nicht Harry Tipper ist. Aber wer ist denn Ihr kleiner, muskelbepackter Freund?
Du hast meine Freundin entführt. Ah ja, ich nehme an, sie meinen die bezaubernde Kitten Celeste. Ich fürchte, sie ist zurzeit anderweitig gebunden. Aber nicht aufregen. Ich bin sicher, dass wir sie in Kürze treffen werden. Doch zuerst kommt die Stunde meiner Superwaffe. Oh. Schade, dass ich nicht miterleben kann, wenn sie explodiert. Und sie auch nicht. Oh Gott. Das ist richtig übel. Das stimmt, das passt mal auf. Hey, ja, du hast uns gerettet. Cool. Ist total sinnlos, weil man es gar nicht braucht. Ah, der alte J2000 Bürotresor. Das Ding habe ich hier 0, nichts auf. So. Carlos hat den Countdown gestartet. Wir müssen zu dieser Rakete. Komm, Medikit. Hallo, Ladies. Los, Mann, jetzt wird's ernst. Ich glaube, die können nicht mehr atmen. Schon, die werden nie mehr atmen, was ich gemacht habe. Eine französische Rakete? Oh la la! Da vorne ist der Kontrollraum. Oh, jetzt kommt das dran. Okay, wie halten wir das Ding auf? Ich hab's schon gehabt. Okay, retten wir die Welt, Spaceman. Aber dann retten wir mein Mädchen. Komm schon. Das können wir noch rausnehmen und wir nehmen das da gleich mit. So. Jetzt müsste nur einer kommen, nämlich. Na komm her. Ja, denke ich auch so. Komm, dort! Ich werde mich rächen! Gute Arbeit, Cortez. Aber Sie müssen immer noch zum Motor, um den Zug aufzuhalten. Okay, jetzt müssen wir nur diesen Zug anhalten, bevor er meine Kleine überfährt. Ja. Komm schon! Hab ich schon doppelt gehört. Ich glaube, nach der Mission mache ich eine kleine Aufnahmepause und dann, oder... Ich mach noch weiter. Ja, halten wir den Zug an. Ich mach noch weiter. Schnell, Spaceman! Das war ja nicht mal knapp! Anya, haben Sie was? Ja, hören Sie. 1994 ist in Connecticut ein Haus völlig abgebrannt. Und? Es war anscheinend das Hauptquartier der Bruderschaft der Ultratechnik. Gab es irgendwelche Energierückstände? Viele. Perfekt. Spaceman, Lust auf eine Party? Geht nicht, ich muss jetzt... Schon gut, Mann. Hab schon verstanden. Ja.